Werder ist zurück in Bremen. Nach 10 Tagen Sonnenschein und mildem Klima in Belek hat der norddeutsche Winter die Grün-Weißen wieder. Für Zlatko Junuzovic und Co. stand am Montagnachmittag die erste reguläre Trainingseinheit in der Woche vor dem Rückrundenstart an. Mit dabei Jordan Morris. Der US-amerikanische Testspieler ist gleich mitgereist nach Bremen, wird wohl einen Vertrag bekommen. Der Stürmer mischte munter mit bei den verschiedenen Einheiten. Er und der ungarische Nationalspieler Laszlo Kleinheißler, der nach Belek zunächst wieder nach Ungarn und nicht mit nach Bremen gereist war, gelten als vielversprechende Kandidaten für Verstärkungen in der Winterpause. Unterschrieben ist aber noch nichts. Wir haben einen sehr guten Eindruck gemacht, sehr frischen Eindruck vor allem. Beide sind sehr explosiv, also sehr guten Antritt beide und technisch auch versiert. Also wie gesagt, also ich weiß nicht, wie jetzt die Geschäftsführung es immer plant. Das weiß ich nicht, aber Potenzial haben sie auf jeden Fall. Wer Trainer Viktor Skripnik künftig fehlen wird, ist Asani Lokimia. Der Innenverteidiger ist schon am Montag abgereist, um beim chinesischen Erstligisten Liaoning den Medizincheck zu absolvieren. Die Nachricht kam völlig überraschend. Schon in den kommenden Tagen soll ein Ersatz präsentiert werden. Der Rest des Werder-Kaders fokussiert sich nach den Trainingslagerstrapazen voll auf das kommende Pflichtspielwochenende. Ja, natürlich ist Trainingslager immer anstrengend. Viele Einheiten, meistens oder manchmal sogar bis zu 3 am Tag, ist dann schon viel. Ist man kaputt, aber das heißt nicht, dass man nicht euphorisch oder nicht optimistisch ist. Ich denke, das gehört dazu. Wir haben jetzt 1,5 Tage Ruhe gehabt ein bisschen und gucken, dass wir jetzt uns noch die letzte Spritzigkeit holen in der Trainingswoche und dann sind wir gut gerüstet, denke ich. Sollte sein Konkurrent Philipp Bargfrede nicht rechtzeitig fit werden, hat Felix Groß gute Chancen auf einen Einsatz. Wegen seiner Achillessehnenverletzung trainierte Bargfrede am Montag individuell. Noch ist offen, ob er bis Sonntag einsatzbereit sein wird. Dann wartet gleich ein Brocken. Die Bremer spielen auswärts auf Schalke. Wenn wir diesen Fokus haben, wenn wir uns auf jedes einzelne Spiel, egal gegen wen es geht, ob ganz starker Gegner, ob eventuell einer Mitkonkurrent, was auch immer. Also das wird wichtig sein, dass wir jedes Spiel genauso ernst nehmen, als wäre das letzte. 17 Ligaspiele hat Werder noch, um die Tabellensituation zu verbessern und den Verbleib in Liga 1 zu sichern. Sie starten vom Relegationsplatz 16 in die Rückrunde. Am besten fangen sie direkt am Sonntag gegen Schalke mit dem Punktesammeln an.